So, ja. Wieder vor Ort. Es geht weiter mit dem Stein der Wiedergeburt. Damit können wir nämlich... Durch den Geheimgang. Aber wir wollten nur durch den Geheimgang. Nein, wir wollten nicht durch den Geheimgang. So. Ja, dann jetzt... Wir müssen aber schon wieder zu Schnaps, oder? Was meint ihr? Ja, wir gehen jetzt zum Schnaps. Also ich meine, der hat doch gesagt, wir sollen den holen, den Stein der Wiedergeburt. Ja, wir gehen jetzt zu dem hin. Ah, den Stein der Wiedergeburt sollten wir holen, ne? War das nicht so? Ja... Was ist jetzt hier los? Ah, nee, war das nicht falsch. Danny? Das hat Danny gesagt, das war gar nicht falsch. Ja, Mann. Der hat vorher da gewohnt. Die hat sich umgezogen. So, gehen wir jetzt mal in diesen Raum rein. Guck mal, hier ist er doch. Na, vielleicht auch doch nicht. Ja, die Frage ist natürlich, was machen Sachen? Ich glaube, wir können nach draußen gehen jetzt. Okay, gehen wir jetzt rauf. Das wird für mich Sinn machen, weil ich meine, das wird doch was Episches haben, wird jetzt draußen so das Ende, das große Finale. Kannst du jetzt den Stein der Wiedergeburt im Inventar anwählen? Das ist, ja. Der sieht doch echt scheiße aus. Jetzt aus den Süßigkeitenladen, diese Eier, die man so abschlecken kann. Ich wollte es sagen. Weil nur war ein Gedanke, ne? Wo man die ganzen Hände nachher so richtig eklig fettig hat. Die Sonne. Die Sonne. Rauskommst du trotzdem nicht, oder? Nee, ich kann gerne nochmal anklopfen. Geht leider nicht. Super, ja, gut. Jetzt Elders Zimmer erstmal. Elder. Ja, stimmt, dann kommen wir wieder. Ja. Stein der Wiedergeburt. Das könnte ein. Alter! Mach mich nicht fertig hier! So, auf jeden Fall müssen wir jetzt. Oder ins Zimmer der Magier. Stimmt. Sollen wir nochmal Naja, wir sind nicht übervorsichtig, oder? Nein, alle, wir haben doch gerade schon... Das will doch keiner sehen. Ja, stimmt. Gut, dann laufen wir mal zu Magie. Die war aber auch verdammt lange schon nicht mehr da. Verdammt lange ist es her. Ich erinnere mich nicht mehr. An den letzten Magie. Ja, das mit den Bildern war eine scheiß Idee von mir. Ich geb's ja zu. Das Riesenbild. Jetzt gucken wir rechts. Oh, immer noch nichts. Was ist das denn hier? Kann man sich hier eigentlich noch umgucken? Ja, das war wirklich geil. Okay. Ja. Hier waren wir an diese. Was? An dieser Stelle wollte ich nochmal sagen, für die eventuellen Unterschiede und technischen Fehler und Unterschiede in der Bildqualität möchte ich nicht um Verzeihung bitten, sondern um Akzeptanz. Ja. Akzeptanz ist immer gut. Wir möchten akzeptiert werden. Wir sind auch nur Menschen. Ja. Und Menschen machen Fehler. Menschen machen Fehler. Ja. Ja. Ja, machen wir. Wir haben ganz vergessen, dass es noch den Raum gibt, deswegen wollte ich da jetzt reingehen, war jetzt so mein Gedanke dahinter, weil. Hallo June! Hallo! Weißt du, warum Elder in diese Villa gekommen ist? Ja, natürlich. Nein. Ja. Ach so. Oh, Entschuldigung. Aber dass es so gekommen ist. Ich werde die Wahrheit herausfinden und Elder für mich natürlich. Ganz gleich, was ich. Super. Super, keiner weiß wie. Also ja. Jetzt lüftet das Geheimnis, wie es Elder in das Haus gekommen. Das weiß ich doch nicht mehr. Ja, guck, das weiß ich. Du bist auch der Reinste. Du blöde Butterbeeren. Ja, wer sitzt denn hier am Controller? Das ist ja, du hast... Du, geh mal wieder raus und wieder rein. Geh mal wieder raus und wieder rein. Vielleicht frag ich dich nochmal. Ja, wir gehen nochmal raus rein. Ja, jetzt wird die Sterne Wiedergeburt da reingekommen. Aber ich finde das auch kacke, dass man nichts drücken muss, wenn man Nein sagt. Das ist doch... So ist es doch auch nicht im Leben, wenn dich irgendwer was fragt und du willst Nein sagen, dann stehst du einfach nur da und machst nichts. Okay, hat nicht geklappt. Wir wissen jetzt nicht, warum Elder da reingekommen ist. Ja. Das war die Offenbarung vermutlich. Ja, es tut mir leid. Ich meine, es war wirklich eine ganz süße Geschichte. Es tut mir leid, dass ich es euch verdorben. Ohne Witz, ich gehe jetzt zu den Äpfeln. Das Bild konnte man immer angucken, die Äpfel und das scheiß Buch auf dem Boden. Also, nein, Entschuldigung, das ist schön. Hallo, du musst, da aber ist der Magier.
Was willst du denn jetzt beim Magier? Die Äpfel sind beim Mädchen. Ach so, ah, stimmt. Die sind auf dem Bild, die Äpfel. Hat das einen Zusammenhang? Vielleicht nein. Vielleicht ja. Vielleicht aber auch nein. Aber wer weiß das schon? Wo sind denn jetzt... Auf dem Tisch. Da muss es was geben. Aber ich wollte hier trotzdem nochmal sagen, tut mir leid, dass ich, wenn ich euch jetzt da diese wunderschöne Geschichte verdorben habe, aber ich bin trotzdem nicht schuld. Nee, du bist nicht am Controller. Ja, der Mensch am Controller, ne, der ja, drückt viel zu hastig. Wenn ich von euch die Anweisung hier kriege, ja zu drücken die ganze Zeit, dann drücke ich natürlich ja. Ich bin doch auch nur einer, der Befehle befolgt. Aha, bist du also auch ein Kapitalist? Ja, jetzt lass uns mal versuchen, weiterzukommen. Also ich wäre wirklich sehr für ein HD-Remake, wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ja, wird sich lohnen. Meinst du, wir können jetzt in Elders Zimmer? Vielleicht können wir das hier über Kickstarter. Wir gehen jetzt in Elders Zimmer. Ich geh da jetzt einfach rein, ich hab die Schnauze voll, ich will... Alter. Blöde Affe. Ich geh jetzt hier rein. Ab in Raymonds Zimmer. Jetzt in Raymonds Zimmer. Oh, Junge, du hängst dich hier noch auf. Ich bin jetzt in der Parallelwelt. Raymond, da waren wir schon lange nicht mehr. Aber das Schlimme ist, ich glaube, dass die Geschichte tatsächlich einem jetzt hier weitergeholfen hätte, wenn man die gehört hätte. Jetzt echt? Zu 99,9%. Oh, das gibt's einfach nicht. Ja, okay, jetzt der Schnaps draußen, durch den Geheimgang. Durch den Geheimgang. Hallo? Der ist auch nicht da. Ohne Witz, wir wissen jetzt überhaupt nicht... Nein, nein, nein. Ich kotze. Ja, dann wieder zu Danny, ganz ehrlich. Dann ja, komm, dann gehen wir wieder... Stimmt, wir müssen eigentlich zu Danny, weil der uns... Aber der ist ja weggeflogen wie so ein Stier. Wie so ein Stier, genau. Ja, vielleicht hat der ja hier den Raymond in die Hände getrieben. Ja. Rein gesagt, und jetzt legt die Kugel hinter das Bild. Genau. Hallo. Ohne Witz. Jetzt guck dir mal den Revolver an. Ich gucke jetzt den Revolver an. Okay, dann ist da nichts, ne? Was war der denn nochmal für eine Karte? Hö? Kannst du schon immer da nach rechts drehen an der Stelle? Ja. Was war der nochmal für eine Karte? Ich guck mal. Weiß ich nicht mehr. Machen wir mal. Gelassenheit. Ach ja. Der ist ja die Gelassenheit schlechthin. Hä? Wer hat das denn eigentlich übersetzt? Ich weiß nicht. Das ist bestimmt wieder so, ah, Hein blöd für sich, Übersetzungs GmbH. Ja. Ja. Ja, zum kleinen Jungen halt, ne? Würde ich mal sagen. Ja, zum kleinen Jungen. Ja, sorry, ja, ich hab einmal nur... Das ist so unglaublich. Immer wenn wir sagen, zur Schnapsdrossel geht er zum kleinen Jungen, wenn wir sagen, zum kleinen Jungen geht er noch woanders. Das ist wie bei FIFA. Wenn du schon mal X gedrückt hast, aber das war in einer völlig anderen Situation, und dann passt der noch, und dann kommst du plötzlich am Ball und dann ist der Ball weg. Das ist immer Kacke. Welche Schnauze. Schau, was ist los? Zeit alleine und wirklich einsam gewesen.
wo ich auch hinging und mit wem ich auch zusammen war. Immer war ich allein. Die Leute taugen nichts. Es macht ihnen Spaß, mich zu verletzen. Aber jetzt habe ich jemand, der bei mir bleibt. Ich bin so glücklich. Jetzt habe ich nichts mehr, bevor ich mich fühle. War das jetzt die richtige Entscheidung? Ich werde mich schützen. Ich muss mich also vor nichts mehr fürchten. Dort bin ich mir nicht so sicher. Nein! Wir haben früher ein alternatives Ende gefunden. Oh nein! Was ist das denn? Ja, ich würde sagen, wir sind diese erfolgreich. Diese Fickesel von Entwicklern, ne? Was ist denn los mit denen? Oh. Ich würde sagen, wir haben wieder ein gutes alternatives Ende gefunden. Wieso hast du denn auch gesagt? Bleibt ihr nur bei mir. Wieso hast du da noch Ja gesagt? Das war doch schon da abzusehen, dass es keinen Sinn ergibt, nur bei dir im Zimmer stehen zu bleiben. Ja, ich hab gedacht, vielleicht könnte man da noch irgendwie den austricksen und dann den noch verlassen und dann... Ja, aber was soll man denn? Der ist ein kleiner Junge. Man hat doch so viel Mitleid mit dem. Ja, echt mal. Der ist doch so süß, mit also seinen Strähnchen. Jedenfalls hat man damals noch richtig was fürs Geld bekommen, weil hier hat man direkt so oft so viel Wiederspielwert auch. Also ich meine, ja, nee. Wenn es ja schon zum dritten Mal jetzt wieder... Oh nein, da versprechen wir uns unseren Tausenden von Fans, dass wir das jetzt nochmal machen und das ist ja eigentlich schon wieder scheiße. Das Ende. Jetzt kommt auch die Reaktion jetzt an. Also ich denke, und ihr habt noch gesagt, lass uns nach dem Ei speichern. Ja gut, das kriegen wir jetzt schnell wieder. Ja. Das, wir sind ja direkt danach da. Wir werden dann also, in drei Jahren nochmal vielleicht versuchen, ein anderes Ende zu kriegen. Ja. Aber das brauchen wir auch unsere Zeit. Und bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen.